Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Tag mit Yannick. Ja, wer ist Yannick? Das bin ich. Und ich gehe für einen Tag in ein Unternehmen, in eine Organisation, in einen Verein oder was auch immer und gucke mir das Ganze einmal ein bisschen genauer an. Und heute bin ich bei der Stadt Cuxhaven und treffe mich heute mit Uwe Sandja, den Oberbürgermeister, höchstpersönlich. Das ist hier mein Freund von der Duna Gebäudereinigung, der ist schon fleißig dabei, denn er weiß, ich komme und da muss alles schick und sauber sein. Also, jetzt gehen wir mal rein, gucken mal, wo schon Uwe ist. Ich bin zwar ein bisschen früh, aber naja, der frühe Vogel fängt den Wurm. In diesem Sinne, bis gleich. Oh, das läuft ja schon mal super. Entweder schlafen die noch alle oder sie sind noch gar nicht da. Das kann natürlich auch sein. Toll. Aber es ist schon mal nett. Und hier ist so ein schöner Hall. Hier kann ich schön singen. Naja, egal. So, ich suche jetzt das Büro von Uwe Sandja. Also ich fange mal oben an. Oh, das ist aber auch jetzt ganz schön weit oben. Es ist aber auch sehr kompliziert. Ich habe hier nur Frau Reiter und Frau Möller gelesen. Da oben, ganz klein in der Ecke, ganz bescheiden, da steht er. Hier, guck mal, ist noch alles dunkel. Die schlafen noch alle, ich sag's ja. Typisch Stadt. Hier sitzt der Chef normalerweise. Geil. Frag mich mal, wie sich's anfühlt hier als Oberbürgermeister, Kevin. Läuft, würde ich sagen. Steil bergauf. Morgen. Sag mal, Yannick, was machst du denn hier? Und was machst du auf meinem Platz? Sag mal. Ja, also jetzt hast du mich auf frischer Tat ertappt sozusagen. Ich habe den Platz warm gehalten für dich. Also ich habe mich auf dich gefreut. Ich weiß ja, dass du heute ein bisschen bei uns bist hier und dass du die Stadt angucken willst, aber dass du hier schon gleich meinen Platz einnimmst. Ja. Herzlich willkommen. Moin, hi. Bei der Stadt Cuxhaven. Was hast du vor heute? Ja, ich habe gedacht, ich gucke mir heute alles mal in Ruhe an, was bei euch zur Stadt Cuxhaven gehört. Da ist ja einiges. Wir können, glaube ich, heute nicht alles angucken, aber zumindest das Rathaus mal so ein bisschen. Das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du mit dem Pressesprecher, mit Marcel Kolbenstedter, heute mal den Tag verbringst. Ja. Und ich schlage vor, danach treffen wir uns dann. Okay, das heißt, du sammelst jetzt noch ein bisschen Energie für mich später und dann... Ich werde mich mental richtig gut vorbereiten. Okay. Also, mach es gut, mal lieber. Mal so. Ja, ciao, ciao. Bis später. So, Yannick, erste Station hast du hinter dir. Ja. Jetzt geht's weiter im Rathaus. Müssen wir weit laufen? Oh, ein kleines Stück ist das schon, ne? Aber wir sind ja alle sportlich. Ja, alle sportlich. Nö. Nein. Ich bin jetzt hier drei Stockwerke hoch und runter und freut mich. Ich bleib hier so lange stehen, bis ich irgendwas anderes habe. Wo ist denn das Mobil von Uwe Sandja? Ja, das hättest du gern, ne? Das hat richtig Spaß gemacht. Aber ich habe vielleicht eine Alternative für dich. Warte mal kurz. Wie sieht's aus? Soll ich dich mitnehmen? Da würde ich doch noch mal einsteigen. Gut, ja, das, darauf lasse ich mich ein. Halt dich gut fest, ne? Nicht, dass es hier noch Verletzte gibt. Ah! Attacke! So, Abfahrt! Oh, wir sind da. Puh, du bist dann doch aber schwerer als mancher Aktenstapel. Ah. Ich bin bereit. Was steht jetzt auf der Tagesordnung? Jetzt muss ich kurz Luft holen. Nein, geht weiter im Bürgerbüro. Wir werden dich jetzt mal hier an den Kollegen Jendrik Stegemann übergeben. Okay. Und dann wirst du mal in so einen Alltag reingucken, was hier eigentlich den ganzen Tag passiert. Ich bin weg. Tschüss. Attacke. Oh, das ist der einzige Mann hier im Haus. Das heißt, das muss Jendrik Stegemann sein. Jo. 100%. Wunderbar. Ich gucke mir heute mal an, was hier so los ist. Das Bürgerbüro nennt sich das, glaube ich. Mhm. Und da muss ich doch jetzt erstmal direkt nachfragen, was ist das? Was machst du? Also das Bürgerbüro ist im Endeffekt sozusagen ein neumodischer Begriff. Das ist eigentlich, verbirgt sich dahinter die Passausweisbehörde, Meldebehörde und in der Regel auch nur das Fundbüro. Fundbüro bin ich der Hauptsachbearbeiter. Und ja, Passausweisbehörde ist halt, Personalausweis machen wir, Reisepässe machen wir. Also alles das, was die Bürger dringend brauchen, das kannst du denen erfüllen quasi? In der Regel, ja. Ja, sehr schön. Nicht schlecht und das würde ich auch ganz gerne machen. Hast du was dagegen? Nö. Nee, können wir gerne machen. Sehr gut. Ich schaue dir ein bisschen über die Schulter. Top. Und dann lasse ich dich mal ein bisschen rumklicken. Wenn es kritisch wird, funke ich dazwischen. Nummer 25 bitte. Für dich. Super. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Moin. Moin. Yannick. Kommen Sie rein in die gute Stube. Bitte, bitte, nehmen Sie Platz, nehmen Sie Platz. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Was können wir denn Gutes tun für Sie ich heute? Ich brauche ein Führungszeugnis. Ich bin Tennistrainer bei Verband. Ja. Und jede drei Jahre muss ich neu haben. Sind Sie denn lieb gewesen? Ja. Also keine Angst, dass da irgendwas Schlimmes drin steht? Nein, ich bin sauber. Immer sauber gewesen. Gut, dann gucken wir da einmal rein. Da habe ich Sie schon gewonnen. Scott Jeffrey sogar. Ja. Kostet auch sogar ein bisschen Geld, habe ich gerade gesehen hier. Ja. Dann muss sein. Dafür, dass ich dann auch sage, dass sie artig gewesen sind. Oh, wir haben aber kein Wechselgeld. Das ist der Rest des Trinkgeld für mich. Nein, Spaß. Und wie lange dauert das?
Zwischen 3 Tagen und 3. Und wie bekomme ich das? Hier oder muss ich hier oder wird das zu mir geschickt? Das kommt direkt zu Ihnen per Post. Okay, alles klar. Ganz nett bei euch hier. Ja, Sie dürfen gerne wiederkommen. Keine Horrorgeschichten hier. Nein, beim nächsten Mal gibt es noch ein bisschen Kaffee und ein bisschen Tee. Nee, nächstes Mal bringe ich Kaffee. Ah, das ist auch gut. Also in 3 Jahren sehen wir uns wieder. Ja. Immer sauber bleiben. Ja, danke denn, ne? Tschüss. Tschüss. Du hast einen coolen Beruf. Ja, danke. Er sagt, na. Vielen Dank, dass es dich gibt. Der Weihnachtsmann hat mir leider kein iPhone 14 Pro gebracht, aber vielleicht finde ich mein Weihnachtsgeschenk noch hier in der Fundkiste. Wusstet ihr, dass man hier im Bürgerbüro in Cuxhaven tatsächlich ein Fundbüro auch hat? Das heißt, wenn ihr irgendwas verloren habt, dann dürft ihr hierher kommen und nachfragen und vielleicht hat man euer Handy, euer Autoschlüssel oder eure Lesebrille gefunden. Also vorbeikommen lohnt sich auf jeden Fall. Ich gucke hier noch ein bisschen durch, vielleicht finde ich noch mein iPhone 14 Pro. Und ja, wir gehen dann gleich mal weiter. Hoppa. Mega spannend, was es alles für Abteilungen hier bei der Stadt Cuxhaven gibt. Ich bin immer noch ganz geplättet. Ist auch witzig. Moin. Hallo, moin. Komm rein. Yannick Heinsohn, ich bin heute unterwegs hier bei der Stadt Cuxhaven. Hi, Christian Somnitz. Ich habe gerade gesehen, hier Standesamt, Trauung, das gehört auch zur Stadt Cuxhaven mit dazu? Ja, aber Standesamt hat vielfältige Aufgaben mehr. Also Geburten werden eingetragen, freudiger Anlass, was natürlich nicht so schön ist. Auch Sterbefälle werden von uns eingetragen, Sterbeurkunde, Namensänderungen und noch vieles mehr. Aber das Schönste ist eben Eheschließung, immer zwei freudige Gesichter vor einem und ja, toller Job. Nicht schlecht. Ja, ich bereite jetzt gerade so ein bisschen vor. Ich habe in einer halben Stunde habe ich eine Trauung. Man sieht schon, er lächelt, er ist glücklich, er freut sich. So soll es sein. Das ist ja erst eine halbe Stunde. Kevin, wollen wir nicht jetzt so nach den ganzen Folgen jetzt mal das Ja-Wort sagen zueinander? So Las Vegas-mäßig? Einfach mal von 0 auf 100. Können wir uns trauen lassen? Prinzipiell geht das schon, ganz schnell. Ich hoffe, ihr seid nicht verheiratet, sonst ginge das nicht. Nee. Man muss eigentlich das anmelden, noch beim Standesamt. Das geht aber auch ganz schnell. Und prinzipiell ist es heutzutage möglich, anzumelden, zu heiraten und das war's. Aber Hochzeit ist kein Pulloverkauf. Also überlegt euch das gut, ob ihr das wollt. Eure Entscheidung. Och, komm schon. Aber nur wenn du auf die Knie gehst. Kevin, wollen wir jetzt einen Tag mit Yannick intensivieren? Ja, ja. Ja, dann machen wir den Saal mal zu hier, würde ich sagen. Okay, Elin. Ja, dann darf ich euch bitten, Platz zu nehmen. Lieber Yannick, lieber Kevin, ganz spontan jetzt, aber auch die Stadtverwaltung ist für Spontanität bekannt. Darf ich recht herzlich willkommen heißen jetzt zu eurer Trauung, ganz überraschend, hier im Trauzimmer Alte Liebe hier in Cuxhaven. Normalerweise würde ich euch jetzt noch eine richtig schöne Rede kredenzen, aber ich habe euch ja gesagt, ich habe gleich noch einen Anschlusstermin und euch geht es ja jetzt eigentlich auch nur darum, jetzt hier gleich wieder als Ehepaar herauszugehen. Und auch gleichgeschlechtlich ist heutzutage auch kein Problem mehr, seit 2017 kann man auch in Deutschland gleichgeschlechtliche Ehe schließen. Ich muss nur eins vorwegnehmen. Eins ganz wichtig vorweg, wenn ich jetzt die Fragen stelle, sowohl an dich als auch an dich, Kevin, und ihr sagt ja, dann ist die Ehe wirklich zustande gekommen. Meine Frage an euch, wollen wir das jetzt hier durchziehen, ja oder nein? Hochzeit ist kein Pulloverkauf, denkt nochmal drüber nach. Ja, aber wenn ich nichts unterschreibe, dann bin ich auch nicht verheiratet, oder? Ja, das stimmt so nicht ganz. Also die Ehe kommt durch das Ja-Wort vor dem Standesbeamten zustande. Also wenn ich euch jetzt frage, nochmal, und ihr sagt ja, dann seid ihr verheiratet. Ist das echt so? Das ist echt so. Kevin, ich nehme alles wieder zurück. Ich glaube, ich komme auch noch nicht so vor, dass hier Nein gesagt wird, oder? Nein, 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 das kommt in Filmen viel häufiger vor und es gehört nicht zum Tagesgeschäft. Die meisten, die sich dann kurzfristig noch umentscheiden, schaffen das dann noch vor dem Weg zum Standesamt. Ich kann das nicht, das ist zu viel. Kalte Füße. Wie gut, dass es bei mir noch ein paar Jahre dauert. Also bei der Stadt Cuxhaven ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich bin jetzt durch verschiedene Flure gelaufen und das ist hier zum Beispiel so ein Gang, da möchte ich gar nicht so viel hibbelig sein und so viel den Yannick, den ihr kennt, zeigen. Denn hier sind auch echt ernsthafte Themen. So wie hier zum Beispiel ist die Vollstreckungsstelle. Also das ist schon, ja, leuchtet die Ampel rot, da ist gerade wohl auch jemand drin. Das ist schon, ja, eine Sache, die ist echt blöd. Aber auch das gehört zur Stadt Cuxhaven mit dazu. Insolvenzfälle werden hier bearbeitet und. Aber ja, ist Gott sei Dank nicht alles. Und deswegen gehen wir auch schnell wieder in einen anderen Gang. Yannick, du bist zwar beim Amt, aber du kannst jetzt nicht überall dich unter jede Palme legen. Ach, es ist aber so geil. Jetzt fehlt mir nur noch so eine Ananas-Pina Colada und ein bisschen Sonnencreme und dann lässt sich die Verwaltung doch richtig gut leben hier in der Stadt Cuxhaven. Mensch, Yannick,
Ach, ich such dich schon überall. Ja. Ich dachte, du warst drüben im Bürgerbüro. Ja, und dann warst du nicht da und hab gedacht, komm, statt Cuxhaven gucke ich mir jetzt mal alleine an. Ne? Und, wie hat's dir gefallen bislang? Sehr gut, sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, jetzt habe ich auch langsam ein bisschen Hunger. Das trifft dich sehr gut. Lass uns gleich mal weitergehen. Da habe ich was für dich vorbereitet. Top. So, also eine Kantine gibt es also auch hier, das wusste ich nicht. Finde ich auch sehr interessant. Finde ich gut, dass die Verarbeitungsfachangestellten etc. alle hier essen können. Und ich würde sagen, bevor es kalt wird, Kevin, setz dich, es gibt Essen. Guten Appetit. Ein bisschen Nachtisch habe ich auch noch mit. Oh, er telefoniert gerade. Yannick, schön, dass du wieder da bist. Ja, zurück im Business. Ich habe sogar einen Donut für dich mitgebracht. So nett war ich jetzt mal. Kantine ist ja gut bei euch. Die gefällt Kantine mir. Kantine ist wunderbar. Auch gute Leute da. Ja. Gutes Essen auch. Gutes Essen, was siehst du mir an? Das siehst du mir an. Schön, hast du viel gesehen heute? Sehr, sehr viel. Ich muss sagen, ich bin positiv beeindruckt gewesen. Ich habe ja gedacht, also dass hier so Verwaltung stellt man sich aber vor hier. Nicht alle, ne? Nee. Genau. Aufgeweckte, freundliche Menschen. Das finde ich auch das Interessante an meinem Job, festzustellen, dass egal, was du in dieser Stadt machen willst, das geht eigentlich nicht ohne die Verwaltung. Wenn du deinen Ausweis brauchst, wenn du heiraten willst, wenn du einen Kindergartenplatz brauchst oder was auch immer, oder du ärgerst dich darüber, dass die Radwege nicht gut sind, dann musst du irgendwie immerzu wieder hierher kommen. Ne? Aber du hast noch nicht alles gesehen, mein Lieber. Nicht? Nein. Wenn ich morgens zur Arbeit fahre, ne, dann treffe ich schon viele Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel den Müll wegräumen, die Grünanlagen pflegen, bei der Feuerwehr sind und schon unterwegs sind und vielen anderen. Die gehören auch dazu. Die gehören alle dazu. Und ein paar davon wollte ich dir gerne zeigen. Ja, unbedingt. Super. Ich habe eine Mega-Dienstkutsche, mein Lieber. Und da gehen wir jetzt los und fahren dann rüber, ja? Mega-Dienstkutsche, hört sich gut an. Hopp, hopp. So, Yannick, jetzt geht's weiter, oder? Ja. Ist das der Dienstwagen hier? Ja, das ist er. Aber wo willst du hin? Zur Dienstkutsche, komm her. Hast du noch was Besseres im Petto? Mein Lieber, extra in der Garage für dich versteckt. Das Schöne ist, wir haben natürlich, dadurch, dass wir so viel Personal haben, auch ein paar Dienstfahrzeuge. Ja. Für uns natürlich wichtig, dass die Leute nicht alles mit ihren Privatsachen machen müssen. Und von daher gibt's das Auto und Dienstkutschen. Die sind für uns bereit. Auf geht's, mein Lieber. Bist du schon mal Fahrrad gefahren? Ja, doch. Ich fange an zu weinen. Das kriegst du schon hin. Ja, ja. Okay. Die Stadt Cuxhaven, sag ich nur. Umweltfreundlich, klimafreundlich. So muss das sein. Sportlich, mobil. Immerhin. Nicht nur Kantine, mein Lieber, auch Radfahren. Immerhin ein E-Bike, das ist ja schon mal ein Anfang. Okay, du joggst jetzt aber ein bisschen hier. Bin ich zu schnell? Nee. Janik, bist du noch da? Ich bin noch da. Ja, es wird ganz schön, wenn du jetzt auch ein bisschen mitkommst. Vielleicht kurzer Stopp. Hier zur Rechten sehen wir eines unserer 32 Einrichtungen für Kinder im Alter von 6 Monaten bis 14 Jahren. Ja. Und das Allercoolste finde ich, dass jedes Kind da willkommen ist, egal wo du herkommst. Und egal, ob du eine Behinderung hast oder nicht, ist alles inklusiv. Und das finde ich ganz schön. Und als Stadt Cuxhaven haben wir keine eigenen Kindergärten. Wir machen das zusammen mit freien Trägern. Und das ist ein richtig gutes Modell, was wir haben in Cuxhaven. Das funktioniert auch sehr gut, das Modell. Ich war ja vor ein paar Folgen beim DRK-Kindergarten. Und da gucken wir noch mal kurz rein. Das war doch cool, oder? Hallo Kinder! Hey, hoppa! Du bist ja nur auf Partys unterwegs, du. Ja. Wo darfst du denn hingehen, junger Mann? Untenrum. Ah ja, untenrum. Attacke, untenrum. Juhu! Siehst du, jetzt habt ihr es gesehen und wir müssen weiter, oder? Wir wollen noch ein bisschen was sehen, oder? Auf jeden Fall. Auf geht's, komm. Los geht's. Ja, jetzt ist grün, du musst es auch ein bisschen Gas geben. Ja, ich strampel. Ja, kannst du kurz Stopp machen? Weil das ist ein schöner Platz gerade, wo wir noch ein paar Sachen noch mal sehen können, die auch mit uns als Stadt zu tun haben. Da vorne ist eine Grundschule. Ja. Die Abendrot-Grundschule und da sind wir Träger sozusagen hier. Sowohl die Freiwillige Feuerwehr als auch die Berufsfeuerwehr ist da und hinter uns. Die Sparkasse noch haben, die gehört auch zur kommunalen Familie und ganz wichtig die Volkshochschule. Dass du dort auch Bildungsangebote für Menschen machen kannst, die die Schule schon längst verlassen haben. Okay. Also du siehst wieder mal ein bisschen was los in der Stadt. Also einmal so der Rundumblick und alles hat irgendwie ein bisschen was mit der Stadt zu tun. Aber Stadtsparkasse Cuxhaven, da war ich auch schon, da kenne ich mich auch schon ein bisschen aus. Da gucken wir noch mal kurz rein. Stimmung ist gut hier, oder Yannick? Jetzt werden wir aber wieder seriös. Okay, Entschuldigung. Ich muss jetzt ganz schnell noch mal eben früh zu einem Kundentermin fahren. Ha, also verrückt. Dann müssen wir jetzt mit Mies noch mal irgendwie in die Grundschule. Oder hier, Berufsfeuerwehr. Das wäre auch noch mal was. Ich glaube, das wäre was für dich. Ja, auf jeden Fall. Okay, und jetzt fahren wir weiter. Gibt noch viel zu sehen. Wenn ich hier zum Beispiel, ne, haben wir noch ein paar Pferdeködel. Ja. Die bleiben ja nicht liegen. Nee. Da kommen unsere Frauen und Männer der Stadt Cuxhaven und räumen die wieder weg. Nee, ehrlich jetzt? Ja, bitte. Rufst du da jetzt an und sagst, Mensch, hier liegt doch was? Nee, die kommen ja regelmäßig rum. Wir fahren jetzt hier so schön durch Cuxhaven City. Machst du das öfter? Ja, immer zu. Ja, ich fahre ja wenig auf viel mit dem Fahrrad. Nutze das auch.
das Rad, um zur Arbeit zu kommen und wieder weg. Aber jetzt, was mich schon eine ganze Zeit interessiert, als Oberbürgermeister, was machst du da eigentlich genau? Was sind so deine täglichen Aufgaben, die dich so begleiten durch deinen Beruf? Naja, ich habe da wirklich das große Glück, dass ich über 800 Kolleginnen und Kollegen habe. Ja. Und wir haben das ja gerade schon festgestellt, wenn die Pferdeködel hier rumliegen, dann müssen die weggemacht werden. Und gleichsam reden wir darüber, dass wir Firmen nach Cuxhaven holen wollen, um eine gute Ansiedlungspolitik zu machen, Arbeitsplätze zu schaffen, ja. Baugebiete für Wohnraum, Kindergarten organisieren und Kindergärten planen, damit die Kinder eine gute Vorbildung kriegen. Und gleiches mit Grundschule. Also da ist richtig was los. Also du hast ein großes Team, was viel arbeitet und du darfst in die Teams einfach mal reinschnuppern und überall deinen Senf mit dazugeben quasi. Also ich habe das große Glück, dass ich ein Teil des Teams sein darf und immer wieder an dem einen oder anderen Rädchen mitreden darf. Das hört sich gut an und vor allen Dingen sehr abwechslungsreich, oder? Das ist großartig. Und das machen wir zusammen mit der Politik, die von der Bevölkerung gewählt wird. Und das ist natürlich dann auch für uns ein großes Geschenk, weil wir immer noch diese Demokratie haben. Ja. Guck mal, wir sind so langsam, wir werden sogar schon überholt hier. Du. Ja, wir quatschen auch zu viel. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen Gas geben. Also, Kevin, wir geben jetzt Gas. Auf geht's. Oh, eine schöne Siedlung hier, du. Ganz schön, guckst mal, ganz schöne Ecken. Ist eigentlich überall schön. Aber Janik, weißt du, ich finde, jetzt haben wir genug geschnackt. Hast du Hände? Ja. Jetzt wird gearbeitet. Wieso? Der ist für dich. Und mein Kollege kümmert sich jetzt um dich. Das gehört auch zu euch. Ich gehe mal wieder ins Rathaus, muss mich wieder ausruhen. Wir sehen uns später. Tschüss, mein Lieber. Bis gleich. Pass auf dich auf. Das ist auch ein kleiner Schelm, der Uwe Sancher, das sage ich euch. Der kleine Schlingel. So, ich habe jetzt den Chef hier schon mal kennengelernt. Das ist Martin. Martin ist, wie nennt sich das? Was bist du? Ja, was bin ich? Du, ich habe Gärtner gelernt und bin jetzt Abteilungsleiter für Grünflächen und Friedhöfe. Ach, Friedhöfe gehören auch zur Stadt Cuxhaven? Ja, Friedhöfe gehören auch zur Stadt Cuxhaven, klar. Also schon spannend und für dich ja auch ein abwechslungsreicher Job, weil du immer mal mit anderen Sachen zu tun hast. Absolut. Hier machen wir jetzt gerade einen neuen Kinderspielplatz. Das heißt, hier haben wir jetzt die Bauleitung. Wir machen heute hier die Bauleitung, Janik. Du bist ja nicht gekommen, um hier heute zu gucken, sondern okay. Du bist doch gekommen, um zu arbeiten, Na oder? Klar, immer. Ich bin immer zum Arbeiten da. Das ist also ganz klar. Aber damit es losgehen kann, ne, dann müssen wir dich erstmal richtig ausstatten. Aber muss ich mich noch umziehen? Du musst dich umziehen. Du brauchst Sicherheitsschuhe, du brauchst eine vernünftige Hose und in der Jacke, Janik, da wird das nichts. Hey Leute, das macht ihr jetzt nicht aufs Bild, ne? Übrigens, meine Freundin ist Grundschullehrerin, ne? Wenn die in die erste Klasse kommen, die muss das auch immer machen. Sexy, ne? Der Hände bringt es wirklich. Ja, ich bringe es. Ja, oder so. So, momentan sind wir jetzt dabei und vergrößern hier die Sandfläche, die Fallschutzsandfläche. Und damit wir die abgrenzen zum Rasen bzw. hier zu der Pflanzung, setzen wir jetzt Winkelstützen aus Beton. Vielleicht gehst du einfach mal zur Ronja und hilfst ihr einfach mal, so eine Winkelstütze zu setzen. Ja, Ronja, komm, let's go. So. Ah, Ronja, komm. So, und schön gerade, schön gerade. Ah. Kriegst du das hin, Ronja? Oder soll ich dir helfen? Wenn man sich auf die Schnur setzt, haben wir keine Richtung mehr. Das gilt für Janik. Oh, Entschuldigung. Und du? Also mit Schmackes, oder was? Aber es ist ja jetzt trotzdem immer noch eine Lücke. Ah. Ist gut, ne? Ich bin ja stolz auf mich. Ronja, Ghetto-Faust. Top, die kann das. So, mein lieber Janik, der Boden muss hier raus, damit wir Sand reinbauen können. Sag mal, kennst du dich eigentlich mit Baggern schon aus, oder? Eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Und ihr wisst es natürlich, aber für die, die die Folge noch nicht geguckt haben, hier ein kurzer Rückblick zur Folge bei Bodo Freimuth. Ah, scheiße. So, wie ihr seht, ich bin ein Experte, was das Baggern angeht und das auch bei großen und dicken Maschinen. Das hier, das ist ja ein Kinderspielzeug, das kriege ich ja mit links hin, ne? Janik, ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt, was heute kaputt geht. Ja. So, komm, Attacke. Helm kann ich abnehmen bei dem Kleinkram. Gib mir den Helm. Ja, hier. So, jetzt habe ich ihn wieder. Gut. Also das ist hier das Schaufeln. Ah so, da, so ist das, okay. Naja. Ich bin wie so ein Krebstier, immer seitlich unterwegs. Ist egal. So, ich bin ein Profi. Ein Profi. So, und wenn ihr mehr sehen wollt, dann folgt mir doch mal. Ein Tag mit Janik bei Instagram, bei Facebook und lasst ein Abo da. Bei YouTube einfach die Glocke aktivieren. Ganz einfach. Und wir würden uns sehr freuen. In diesem Sinne, lasst den Janik weiter baggern. So, ab geht es zum Rathaus, ab geht es wieder zurück nach Cuxhaven City zu unserem guten Uwe Sancher. In diesem Sinne, bis später. Hoppa!
Zurück vorm Rathaus hier in Cuxhaven. Ich sag nochmal vielen, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein durfte bei der Stadt Cuxhaven. Es gehört noch viel, viel mehr dazu als nur das stumpfe Rathaus und die Verwaltung, sondern es ist ja ein ellenlanger Rattenschwanz, der dazugehört. Und wir haben heute noch nicht alles gesehen. Janik, das haben wir nicht und wir bräuchten noch eine lange Zeit. Stumpfe Rathaus. Das lebendig fröhliche Rathaus ist es natürlich. Ich freue mich, dass du heute da warst und hab dir so eine kleine Cuxhaven-Tasche mitgebracht. Überall, wo das rote X auftaucht, weißt du, da schlägt das richtige Herz. Bleib Cuxhaven verliebt, mein Lieber. Ja, unbedingt, unbedingt. Aber immer erst nach Wander City. Und da möchte ich jetzt auch wieder hingehen. Ins schönste Dorf der Welt. Wenn ihr aber sagt, okay, Cuxhaven verliebt bin ich jetzt auch ein bisschen, ihr möchtet euch gerne mal bewerben, klar, kein Problem. Cuxhaven.de ist der Schlüssel zum Glück. Und da könnt ihr hier demnächst vielleicht nicht im stumpfen, sondern im lebendigen Rathaus sitzen. Oder bei der Stadtverwaltung oder bei den Grünflächen oder wo auch immer. Also da ist ja alles ausgeschrieben. Gute Leute werden immer gebraucht. Ja. Du hast einen Job? Ja. Das ist gut so. Also, mach's gut, mein Lieber. Ja. Ich hol jetzt erstmal eine Lütschen Cola hier. Ja, wir müssen mal eben eine Cola trinken. Du kannst die auffangen? Ja, öffnen haben wir gesagt, soll ich selber nur trinken. Ja, ja. Du kriegst die. Ich krieg die. Lütschen Kevin. So, ja, und jetzt Daniel bleibt zu. Ist auch okay. Okay, Kevin, vielen Dank für euch. Was für eine Folge, toll. Stadt Cuxhaven, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.